Die Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung, kurz OPAL, ist eines der größten europäischen Energieinfrastrukturprojekte. Über 36 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr werden künftig in der Übernahmestation Lubmin von der Ostsee-Pipeline an die OPAL übergeben und von dort aus durch Deutschland zu den europäischen Kunden befördert. Dr. Gerhard König, Sprecher der Geschäftsführung der Wingas, legte gemeinsam mit Staatssekretär Jochen Hohmann, Umweltminister Dr. Till Backhaus und Hans-Peter Florenz von der E.ON Ruhrgas den Grundstein für die Übernahmestation in Lubmin. Projektmanager Klaus Hausmann ist für den Aufbau der Station verantwortlich. Es geht jetzt los, irgendwann im April, den vorbereitenden Maßnahmen. Und die Hauptkernzeit, die ganze Schweißerei des Hochdruckbereiches, wird sich ab November nächsten Jahres hier oder stattfinden. Und das wird eigentlich der Schwerpunkt sein, dass wir innerhalb von einem halben Jahr diese ganze Hochdruck- und Niederdruckverrohrung, das ganze Heizkesselhaus, die Wärmezentrale, dass das alles doch in einer relativ kurzen Zeit fertiggestellt sein wird. Bevor die Pipeline verlegt werden kann, sind die Mitarbeiter der Tiefbaufirma Lemme gefragt. Sie sind für den Tunnelbau durch den Hafenkanal verantwortlich. Eine große Aufgabe, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordert. Lars Kolbig, der Projektleiter und sein Team, vertrauen dabei nicht nur auf ihr eigenes Können. Die Vortriebskolonne bzw. die Tunnelkolonne hängt also ihre Schutzpatronen auf. Das ist die heilige St. Barbara, die die Schutzpatronen der Bergleute und der Tunnelbauer ist und hier drüber wacht, dass den Tunnelbauern und die Leute, die unter Tage arbeiten, nur Gutes geschieht. Der Tunnel unter dem Hafenbecken wird eine Länge von 190 Metern haben. Pro Tag schaffen die Profis über 10 Meter. Die ersten Schritte sind gemacht, der Grundstein für das größte europäische Infrastrukturprojekt gelegt.